Hallo meine lieben Knulis und willkommen zu einem neuen Spiel Continuous. Ihr könnt ja Continuously, das habe ich bereits an Halloween gespielt. Hier steht Continuous should be played with headphones for the best experience. The game also has flashlights. Oh nein. When the game starts, please increase your volume until you hear mild thunder in the background. Enjoy the game. Nein, das werde ich nicht tun. Ich höre schon viel zu viel, ich muss leiser machen. Ich hasse so Spiele, wo ich einfach nicht weiß, worum es geht. Und ich fange einfach an zu spielen und denke mir immer, ey, warum habe ich es eigentlich gemacht? Das ist das Schlimmste, wenn du unerwartet an ein Horrorgame dran gehst und keine Ahnung. Schon wieder der Stanislaw. Stanislaw? Okay, ich muss lauter machen, scheiße. Was war das? Übrigens werde ich auch bald wieder Oculus-Spiele spielen. Und die liebe Ruby XD. Oh nein, ein Bart. Ein fucking Bart. Darf das nächste Mal Monstrum spielen. Und das gibt's jetzt auch mit der Oculus Rift. Monstrum gibt's mit der Oculus Rift. Und Pine Tree Forest auch in ihr holt eine Tussi. Oh nee, oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wieso tut man sowas? Ich will hier raus. Es geht nicht. Oh, ich hasse das Spiel. Ich will hier raus. Ist da vielleicht irgendwas in der Badewanne drin? Ah, die Scheißtür! Ich wette mit euch, irgendwann ist da hinten was. Ich warte nur auf diesen scheiß Jumpscare, bis ich irgendwann die Flashlight anmache und dann steht da auf einmal was. Scheiße, ich kann hier nicht raus. Ah!
Oh Gott, Leute, ey. Ehrlich. Lass mich doch einfach gehen, ey. Oh Gott, ey. Scheiße, die Bartür ist offen. Gibt jemand dem scheiß Kind was zu fressen? Ah! Ich habe gerade richtig Gänsehaut. Ich schwitze gerade wie ein Schwein, ehrlich. Die Schweine schwitzen nicht. Was soll ich denn machen? Habe ich irgendwas verpasst? Tschüss, ich gehe jetzt. Oh, endlich. Oder ob das wohl besser ist, wenn ich so... Oh Leute, ey. Boah, ich geh weg, ey. Das dreht gerade voll durch. Das ist ja wie PT. Was war denn das? Ein Penis? Leute, mir kommt Essen gleich hoch. Vor Angespanntheit. Nein, hinter mir. Es hat hinter mir gesagt. Ich gehe jetzt. Bitte mach die Tür auf. Nur angekündigt, dass ich wieder Horror Games spiele. Spiel von mir, ey. Boah, ich kann raus. Oh, leck mich am Arsch, ey. Ey, ich schwitze so. Jetzt muss ich noch mal ein anderes Dress anziehen, bevor ich in die Uni gehe. Boah, super. Ich bin ja auch langsam. Mama! Nimm man doch eigentlich so ein grafisch einfaches Spiel, das so gestört machen kann, dass es einen echt verrückt macht. Ich wette mit euch, in dem blöden Bad hier passiert noch irgendeine Scheiße. Tschüss. Jetzt ist es nicht mehr gruselig und jetzt ist es vorbei, Mann. Ihr Arschlöcher. Oh Gott.
Ich sage ja immer, ich finde eigentlich solche Spiele am coolsten. Die haben jetzt nicht die mega Bomben-Grafik, aber die sind einfach psychisch, machen die einen so irre mit der Musik und gerade diesen Lichteffekt. Ey, ich schwitz und hab Gänsehaut und mir ist kalt. Das ist ein richtig unangenehmes Gefühl. Ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Als nächstes werde ich mir auf jeden Fall nochmal Pinery Forest anschauen, obwohl ich da gar keine Lust drauf habe, weil es auch gruselig ist. Und ich habe gesehen, das kann man auch mit der Oculus spielen. Schreibt mal unter das Video, wollt ihr Pinery Forest und Monstrum mit Oculus oder einfach so? Mit Oculus ist es natürlich schlimmer. Monstrum habe ich jetzt nochmal normal gespielt, das war schon schlimm genug. Gibt es seit neuestem auch für die Oculus, es darf dann die Ruby XD spielen. Und Pinery Forest würde ich mit der Oculus probieren, aber ich glaube, dann werde ich sterben. Wirklich, das wird richtig psychischer Stress. Ich sag danke fürs Zuschauen, das war auch so eine kleine Vorspeise an Horror Games und wir nähern uns den Hauptgängen, die richtig gruselig sein werden. Ich muss mich da erstmal wieder leicht rantasten. Ich sag danke fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Hüfchen nach oben und wir sehen uns in den nächsten Videos. Eure Gnu-Mama.